Hallo, ich bin René Macher, ich bin der CFO der Electric Brands Gruppe. Heute möchte ich euch Antworten auf Fragen geben aus der Community zum Thema Finanzen. Wie ist Electric Brands finanziert? Die erste Säule unserer Finanzierung sind private Investoren, die über den Lauf der Zeit in Electric Brands und in die Idee investiert haben. Die zweite Säule sind Crowd-Finanzierungsdarlehen, die aus der Community heraus generiert wurden. Die dritte Säule kamen über Händlerlizenzen, die die Händler bezahlt haben, um in einem definierten Verkaufsgebiet unsere Fahrzeuge verkaufen zu können. Und die vierte Säule sind Reservierungsgebühren für den X-Bus und jetzt neu für die Iveta. Aus der Community kam die Frage an uns: Wird sich der Preis des X-Bus ändern? Diese Frage können wir beantworten durch unsere Zusammenarbeit mit einem europäischen Auftragsfertiger, der durch seine Größe sich gute Lieferungs- und Zahlungskonditionen im Vorfeld sichern konnte. Auf der anderen Seite sehen wir heute in der Zeitung Inflationsraten von 10% und mehr. Wir gehen heute davon aus, dass es in diesem Rahmen zu einer Preisanpassung kommen wird. Die letzte Frage aus der Community für heute war: Ist die Anzahlung für den X-Bus oder die Iveta denn abgesichert? Wie ich eingangs schon erklärt habe, steht unsere Gesamtfinanzierung auf vier verschiedenen Säulen. Zusätzlich durch den Einstieg einer deutschen Bank bei uns und der Kooperation mit einem europäischen Auftragsfertiger ruht unsere Gesamtfinanzierung auf vielen verschiedenen Schultern. Und dies gibt uns die Sicherheit, dass wir diese Finanzierungen auch entsprechend darstellen können und die X-Busse mit dieser Finanzierung bauen. So, liebe Community, das war es erstmal aus dem Thema Finanzen. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt es uns gerne in die Posts. Wir antworten so schnell wie möglich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.